Guten Tim, 0 zu 2 sind gegen die TSG Balingen, also gegen den jetzt 5. davor dritten. Beides Joker-Tore, glückliches Händchen also bewiesen. Wie happy macht das einen als Trainer? Ja, also mich freut es für die Jungs, vor allem für Gio. Es war sein erster Pflichtspieltreffer bei uns im schwarz-blauen Dress. Er war auch so ein bisschen befreit. Ich glaube, er sagt selber immer, wenn die Bombe einmal geplatzt ist, dann geht's los. Deswegen freut es mich sehr für ihn. Aber nee, im Großen und Ganzen haben dann im Endeffekt waren es die Einwechselspieler, die die Tore gemacht haben, aber auch die Jungs, die schon lange auf dem Feld waren, insgesamt einen guten Auftritt hingelegt. Und klar ist das natürlich sehr glücklich, dass dann die beiden dann getroffen haben, dass die beiden auch einfach nochmal frischen Wind reingebracht haben und ihre Sache sehr, sehr gut gemacht haben, ja. Ja, nächstes Spiel ist gegen Homburg. Auf das Hinspiel schaut man aus FSV-Sicht ja wohl eher weniger gern drauf. Trotzdem muss man da jetzt eben drauf schauen. Was hat sich seitdem getan? Ja, sehr, sehr viel. Also vor allem bei uns. Bei Homburg logischerweise auch, aber es war zu einem sehr frühen Zeitpunkt, in dem wir noch gar nicht unseren Kader so vollständig hatten, wie wir ihn jetzt heute zusammen hatten. Wir haben die ein oder andere Verpflichtung erst danach getätigt. Darüber hinaus waren wir zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht ansatzweise so eingespielt, wie wir es jetzt auch sind. Mussten damals auch relativ früh noch verletzungsbedingt wechseln. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat auch der CEO, der, sage ich mal, noch spielberechtigt für die A-Jugend ist, dort über 90 Minuten, glaube ich, sogar komplett gespielt. Dementsprechend war es sicherlich eine ganz andere Personalsituation auch, die wir dort an den Tag gelegt haben. Und mittlerweile müssen wir deutlich, deutlich weiter sein. Ich glaube, das bestätigen auch die jüngsten Auftritte in den letzten Wochen. Trotzdem wird es am Wochenende sehr, sehr schwer. Und wir werden aber alles dran setzen, so eine kleine Wiedergutmachung für das Hinspiel zu tätigen. Ja, die Chancen, also beziehungsweise die Aussichten sind ja, denke ich, ganz gut. Man hat ein gutes Spiel im Rücken. Es wird ein Heimspiel sein. Heim ist man ja generell stark in dieser Saison, würde ich behaupten. Und Neue Knote wird auch wieder spielen. Also es ist zumindest ein spielberechtigt. Wie hoch schätzt du denn die Chancen ein, den aktuell Tabellenvierten schlagen zu können? Ja, also klar, Noel ist zurück. Dafür müssen wir auf Amit verzichten, der die 5. gelbe Karte jetzt am Wochenende bekommen hat. Wir haben da viele, die da aktuell so ein bisschen an der Grenze sind mit 4 gelben Karten. Jetzt hat es Amit die Woche getroffen. Dafür, wie du gesagt hast, kehrt Noel zurück. Ich glaube, wie gesagt, wir können aber auch Amit gut kompensieren. Das hat man jetzt auch die letzten Wochen immer wieder gesehen, dass wir auf Ausfälle gut reagieren konnten, dass die Jungs das sehr gut auffangen, weil wir, wie gesagt, eine gute Qualität im Kader haben. Ja, es wird alles andere natürlich als ein Selbstläufer. Wir wissen auch, dass wir zu Hause sehr, sehr stark sind dieses Jahr, dass wir aktuell eigentlich gut in Form sind soweit. Dementsprechend bin ich schon fest davon überzeugt, dass wenn wir an unser Maximum kommen, wenn wir einen guten Tag hinbekommen, auch im Kollektiv, dass wir auf jeden Fall Homburg dort ärgern können. Alles klar, dann viel Erfolg dabei und vielen Dank für die Einschätzung. Danke. Gute Giorgio, Glückwunsch zum Sieg. Für dich war es ja ein ganz besonderes Spiel, denn es war dein erstes Tor für den FSV. Wie fühlt sich das an? Gut, ja, Gott sei Dank. War, glaube ich, auch ein wichtiges Tor. Hat uns geholfen in dem Spiel. Dann hat Jake noch 2-0 gemacht. Dann war das Spiel sozusagen durch und dann haben wir die 3 Punkte mitgenommen. Ja, das war das Wichtigste. Und werden noch weitere Tore folgen? So Gott will, ja, auf jeden Fall. Das nächste Spiel ist ja gegen Homburg. Muss man sagen, hat man jetzt aus der FSV-Sicht keine guten Erinnerungen dran. Wie wird es diesmal laufen, beziehungsweise was werdet ihr anders machen? Ich denke, wir sind jetzt auch schon eingespielter und wissen, was auf uns zukommt und werden uns dementsprechend gut vorbereiten und zu Hause hier auch mit den Fans auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen. Dann viel Glück bei dem Spiel und vor allem viel Erfolg beim Torschießen. Dankeschön, danke. Gute Jake, Auswärtssieg für den FSV. Ein Tor hast du geschossen und auch eine quasi Vorlage gemacht. Geht's besser? Ja, nee, eigentlich nicht. Also für die kurze Zeit, ja, die ich auf dem Feld war, habe ich, glaube ich, die Aufgabe ganz gut gemacht, ja. Ja, das denke ich auch. Dabei hast du ja eigentlich nach der ersten Aktion erstmal gelb gesehen, ist ja dann erstmal vielleicht ein bisschen unglücklich. Trotzdem eben noch diese beiden Scorer-Punkte. Was war deine Motivation? Ich glaube, wenn wir als Einwechselspieler, also ich glaube, da kann ich für alle Jungs sprechen, wenn wir als Einwechselspieler reinkommen, dass wir einfach ja, das Momentum wieder ein bisschen auf unserer Seite bringen. Ich weiß, wir waren ganz gut im Spiel zu dem Zeitpunkt schon, aber dass wir da einfach nochmal ein bisschen Energie reinbringen in die ganze Geschichte und das Ganze dann einfach in die richtige Bahn lenken. Ja, das zu diesem Spiel. Jetzt muss man ja sagen, noch 2 Spiele sind es, dann habt ihr endlich die wohlverdiente Winterpause. Was traust du dir bzw. euch bis dahin noch zu? Ich glaube, dass wir generell ja, in der Lage sind, jede Mannschaft zu schlagen.
Ich weiß, in Homburg ist es weniger gut ausgegangen das eine Mal, aber ich glaube, dass wir uns als Mannschaft ja, weiterentwickelt haben seitdem. Zu dem Zeitpunkt war ja noch früh in der Saison, ich glaube, es war der zweite Spieltag. Da waren wir relativ kurze Zeit erst zusammen gewesen und wir sind seitdem ja, sehr viel gewachsen. Und deswegen denke ich mal, dass wir auch bereit sind für die Herausforderung, die Homburg dann am Samstag mitbringt. Dann vielen Dank dir für diese Einschätzung und viel Erfolg. Danke.